Jetzt geht er wieder weg. Ist er doof? Hallo, bleib hier. Jetzt will er uns zu den Krähen locken, der Schweinepriester. Hallo und willkommen zurück bei Bloodborne. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gegen die Klerikerbestie gekämpft und am Ende dann auch gewonnen. Ich habe 17 Versuche gebraucht. Wir haben dabei einige Blutechos gesammelt. Ich glaube 4000 haben wir bekommen. Allein nur für die Bestie, die restlichen 1000 und die wir da haben, die lagen dann noch von vorher. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir die Blutechos an den Mann bringen und ausgeben. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Ja, wir fangen an mit Level. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. So, und ich will auf jeden Fall noch ein bisschen Stärke stecken. Ich muss es auswählen. Echt Vitalität noch ein Punkt? Oder es, uns würden bleiben. Ne, wir machen jetzt nur einen Stärke. So. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. So, und jetzt gucke ich mal kurz in unsere Truhe, denn wir haben keine Mollys mehr. Und jetzt schaue ich mal, ob wir hier noch ein paar Mollys drin haben. Nein. Keine Mollys. Gut. Gut, ich gucke mal jetzt eben in unser Inventar, was wir bei uns haben hier. Wir haben noch 5 Mollys dabei. Wir haben diese 2 Blutcocktails, kräftige Blutcocktails, irgendwie um Bestien anzulocken. Wir haben noch 7 Kiesel, wir haben glänzende Münzen, die den Weg weisen können. Die kleine Spieluhr von dem Mädchen, die er nach ihrer Mutter sucht. Wissen des Verrückten, da kriegen wir nochmal eine Einsicht. Ich glaube, das wenden wir jetzt einfach mal an, dann haben wir das weg hier. Verwenden. 4 Einsicht. Insgesamt haben wir schon 6 Einsicht gesammelt. 2 Einsicht habe ich verloren, weil ich experimentiert habe. Ich habe da irgendwo einen zweiten Jäger beschworen und ich weiß bis heute nicht, ob das tatsächlich ein Online-Spieler war, also ein echter Mensch, oder ob das ein NPC war, also ein computergesteuerter Charakter, weil wir spielen ja eigentlich offline. Ich wollte das einfach mal testen. Und dummerweise, genau in dem Moment, als ich das getestet habe, hat es an der Tür geklingelt. So, dass ich das Spiel pausieren musste. Beziehungsweise, pausieren kann man ja nicht wirklich. Also das wisst ihr ja. Das Problem hatten wir ja schon mal. Auf jeden Fall, ja, der Test ist dann schief gelaufen. Dann habe ich es nochmal probiert und dann kam dann aber keiner mehr. Ja, also ich habe das zweite Mal Einsicht verwendet, aber dann kam dann keiner mehr. Weshalb ich dann doch in der Annahme war, dass es möglicherweise doch tatsächlich Online-Spieler waren. Ich habe keine Ahnung. Wenn jemand von euch darüber Bescheid wissen sollte, wie genau das funktioniert, haut's bitte in die Kommentare. So, wir waren aber noch nicht fertig mit gucken hier. Genau, die Herausforderungsglocke, die brauchen wir dafür. Schalldämpfer, da können wir die Koop-Session mit beenden. Jägerzeichen, opfere alle Blutechos unter Wache erneut. Das ist wieder so eine Sache. Ich habe keine Ahnung, wie man das einsetzen soll. Soll ich das einsetzen, wenn ich sterbe? Also gerade, wenn ich im Begriff bin, zu sterben oder so? Wir haben noch so ein Objekt. Hatten wir das? Und zwar, wieso ist das nicht da? Jetzt bin ich irritiert. Wir hatten doch... Das ist komisch. Ich habe das Spiel nicht mehr angerührt. Seit dem Bosskampf
Und ich habe definitiv abgespeichert, aber hier fehlt was. Wir haben das Schwertjägerabzeichen. Jetzt gucken wir uns mal an, was das ist überhaupt. Eines der von der Heilenden Kirche hergestellten Abzeichen. Das Silberschwert ist das Symbol eines Jägers der Kirche. Ludwig war der erste von vielen Jägern der Heilenden Kirche, von denen etliche Kleriker waren. Ausgerechnet Kleriker wurden zu den scheußlichen Bestien. Gut, da haben wir eine von. Keine Ahnung, was wir damit anfangen können. Aber... okay, ich bin sehr irritiert. Wir hatten, das war auch, das, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War irgendwas auch mit Jäger. Irgendwie ein Jägerabzeichen. Nicht so wie das hier, sondern das war mehr so ein Stück Papier. Und das ist jetzt nicht mehr da. Das verstehe ich nicht. Okay. Lohnt sich jetzt nicht darüber nachzudenken. Oder habe ich das... Moment, das kann auch sein, dass ich hier geguckt hatte und das hier gesehen habe. Wir gehen auf Gegenstände erlangen. Genau da, das ist es. Zeichen eines starken Jägers. Das ist nämlich auch so ähnlich. Ach. Wie heißt es hier? Neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren. Aber auch hier steht nicht bei, wie man es einsetzt. Man kann aber 99 Stück davon haben. Aber gut, die wollen wir nicht haben. Ich will einfach erstmal gucken, was gibt es sonst Neues? Gegengift. Medizintabletten, die Gift entgegenwirken. Damit wird Aschblut behandelt. Die rätselhafte Krankheit, die Aldianam vor langer Zeit heimsuchte. Diese Tabletten sorgen nur für kurzzeitige Linderung. Die Aschblutkrankheit löste schon bald die Ausbreitung der Bestienplage aus. Okay. Haben wir diese Krankheit schon oder bekommen wir die möglicherweise erst noch? Und wenn wir sie erst noch bekommen, dann müssen wir immer diese Tabletten nehmen oder wie darf ich das verstehen? Kurzzeitige Linderung. Mensch, wieso gehe ich denn da immer raus? Ist ja schrecklich. Eine Handlaterne. Während beidhändiger Waffennutzung spendet sie Licht. Das ist natürlich interessant. Kleine tragbare Laterne. Diese Jagdhilfe sorgt für Licht, während beide Hände zum Halten von Waffen frei bleiben. Die Fackel ist aber eine stärkere Lichtquelle. Okay, ich glaube, es ist jetzt nichts, was wir jetzt unbedingt sofort brauchen. Okay, was haben wir sonst Neues? Jäger-Anführer-Medaillon. Schlüssel zum Tor des runden Platzes der Kathedrale. Kosten 10.000, so viel haben wir gar nicht. Ein Stoffabzeichen, das vor langer Zeit dem Anführer der Kirchenjäger gehörte, öffnet das Haupttor, das zum runden Platz in der großen Kathedrale führt. Das Haupttor war in Jagdnächten fest verschlossen und konnte nur von der anderen Seite mit diesem Abzeichen geöffnet werden. Daher bestimmten die Rückkehr des Anführers und das Abzeichen das Ende der Jagd. Okay. Ich bin wieder rausgegangen. Schlimm. Okay, wir haben eine neue Waffe, wie es aussieht. Kirchenhammer. Und auch hier eine Repetierpistole. 3000 jeweils. Kann ich denn... Ich würde das gern vergleichen. ...20 haben wir da momentan. Hey, das... So sieht's wohl aus. Wir würden plus 16 physischer Angriff bekommen. Stumpfer Angriff plus 16 und Stich plus 16. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das Sinn macht. Habe ich keine Ahnung. Und wie sieht das mit der Repetierpistole aus? Der hat mir Blutangriff plus 2. Also der Blutangriff, ich glaube, das ist der, mit dem wir den Gegner betäuben können. Boah, das ist jetzt schwierig. Ich würde ja am liebsten diesen Kirchenhammer, den würde ich ja echt gerne mal ausprobieren, aber 3000 Tacken und danach sind wir pleite.
Und macht diese Waffe Sinn? Ach, da steht es ja auch jetzt. 100 plus 16. Macht das Sinn? Attribut an vor. Ah, wir brauchen dafür übrigens Stärke 16. Von daher macht es momentan gar keinen Sinn. Die Repetierpistole schon. Und der verwendet zwei Quecksilberkugeln, wenn ich das richtig sehe. Irgendwie konnte man noch hier... Ah ja, genau so. Anzahl der bei jeder Nutzung verbrauchten Quecksilberkugeln. Also der benutzt zwei Quecksilberkugeln. Wow. Ja, okay. Also den Kirchenhammer brauchen wir momentan eigentlich nicht kaufen, da wir keine 16 Stärke haben. Aber... Ich bin sehr interessiert. Und deshalb kaufen wir jetzt zumindest noch... Willkommen daheim, guter. Was wünscht... Nun gut, lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. So, wir können jetzt zwar... So, da gehen wir jetzt auf 16. Ich will das Ding haben. Wir haben dann zwar nicht mehr genügend Blutechos übrig. Wir haben jetzt zwar nicht mehr genügend Blutechos übrig. Lebt wohl, guter Junge. Aber wir gehen jetzt nochmal hier an unsere Werkbank. Haben wir da momentan die Möglichkeit zu verstärken? Nein. Aber ich glaube, wir sollten unsere Waffe mal reparieren. Das machen wir mal eben. Ja, die Fackel ist jetzt noch nicht wirklich kaputt. Für zwei Blutechos. Gut, aber wir müssen noch ein paar Sachen, ich will meine Blutechos, weil, wobei wir brauchen ja 3000, ne? Okay, also wir haben jetzt hier, glaube ich, schon 13 Minuten hier verschwendet mit, meinem Gequacke hier. Deshalb gehen wir jetzt mal los. Und ich möchte an der großen Brücke anfangen, einfach um mich nochmal umzusehen, ob ich nicht noch was übersehen habe. Das ist jetzt unsere neue Laterne. Dann gehen wir mal hin. Ich hoffe, der Boss ist jetzt nicht wieder da. Haha. So. Wir sind an der Laterne. Und ja, wir haben ja hier zwei Türen. Die wir aber beide nicht betreten können. Es gibt auch keinen Hebel in der Nähe. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich am Spiel habe. Mir fehlt so ein bisschen der rote Faden. Man wird hier ins Spiel geworfen, sage ich mal. Ja, metzelt hier die Gegner nieder, was zwar ungemein Spaß macht, sage ich mal. Aber man weiß nicht wirklich warum und man weiß eigentlich gar nicht, was das Ziel ist. Also man wartet eigentlich, man genau läuft jetzt hier rum, bis man den nächsten zum Metzeln kriegt. Und ich glaube, das wird gleich da vorne sein. Ja, wir haben es übrigens gerade mitten in der Nacht. Ich habe geschlafen, bin dann wach geworden, konnte nicht wieder einschlafen. Und habe mir gedacht, okay, nimm jetzt noch eine Folge auf. Und ich hoffe, dass ich jetzt ausgeschlafen genug bin, hier unsere Gegner hier Platz zu machen. Also der hat uns schon entdeckt. Aber die Krähen kommen nicht mit, das ist sehr gut. Jetzt geht er wieder weg. Ist so doof? Hallo, bleib hier. Jetzt will er uns zu den Krähen locken, der Schweinepriester. Was macht er da? Jetzt kommt er. Hallo, willst du mich verarschen? Bleibt er da stehen. Gut, ich öffne kurz mal das Inventar. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück. Das ist mir zu gefährlich, dass der uns hier nicht... Ich meine, der hat uns registriert. Aber ich bin hier irgendwie inventartechnisch gar nicht ausgerüstet. Da. Molly.
Kiesel brauchen wir was unbedingt. Ich würde sagen, es reicht. Denn mit dem Molly könnte ich zumindest diese Krähen, das sind eigentlich meine Hassgegner. Was macht der da? Der gibt mir echt auf den Keks, der Typ. Ah, ja. Da geht schon los. Scheiße. Diese Krähen, die hasse ich wie die Pest. Und also, was macht der Typ da? Jetzt komm, du Arschloch. Hat nicht geklappt hier. So, ja, sorry, dass das so lange gedauert hat jetzt hier gerade, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, was der gerade für eine Taktik fahren wollte. Ich glaube, der wollte uns definitiv hier in die, zu den Krähen locken. Und da hinten haben wir auch noch die Wölfe. Da will ich aber nicht hin. Au. Den hätte ich fast vergessen. Wir könnten natürlich... Der hat uns entdeckt. Ne, wir wollen mal was Neues sehen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Blutechos weg sind. Ich könnte natürlich mehr die Waffe... Ach, Leute. Nein, wir gehen jetzt hier runter. Denn wir haben einen Ort noch nicht erkundet. Noch nicht wirklich. Und zwar waren wir in einer der vorherigen Folgen in der, ja, ich weiß nicht, es war eine Kloake oder so. Da haben wir Ratten gesehen und so ein Zeugs. Und das haben wir uns noch nicht zu Ende angesehen. Ich glaube, wir kommen von hier aus irgendwie dahin. Ich kann mich an den genauen Weg gar nicht mehr erinnern. Achso, das war der Hintereingang hier zu dem Haus. Okay, dann sind wir hier falsch. Hier sind wir falsch. Wir müssen wohl hier runter. Da sind Hunde. Theoretisch sind hier noch mehr Hunde. Komm her, mein Kleiner. Komm. Er hat mich erwischt. Oder ich habe ihn. Nee, ich glaube, er hat mich zuerst erwischt. Und dann habe ich ihn erwischt und deswegen... Oder wie auch immer, keine Ahnung. Hauptsache, er ist tot. War schön. Ist noch einer. Da ist noch einer. Also ich bin so ein bisschen doch von der Rolle, glaube ich. Vielleicht hätte ich doch kein Spiel mehr machen sollen. ja, wo ging es denn hier in diese Kloake? Da ist noch ein Köter. Was? Wo ging es hier zur Kloake? Verdammt. Wo war das? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja, hier waren wir schon mal. Hier war, glaube ich, diese Frau. Ach doch, ich glaube, wir sind völlig auf dem richtigen Weg. Ich erinnere mich. Hier war die Schlüssel. So. Jetzt müssen wir mal gucken.
kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ah, jetzt erinnere ich mich. Da unten haben wir nämlich hier so ein, das ist so ein alter, blöder Werwolf, glaube ich. So ein etwas älterer schon. Ich weiß, dass es so einen Angriff von oben geben soll. Ich weiß aber nicht, wie man den ausführt. Ich tendiere dazu, mich lieber anzuschleichen. Sind ziemlich fies. Wir haben schon mal ein oder zwei davon bekämpft. Wenn die loslegen, dann ist da kein Kraut gewachsen. Die haben eine unwahrscheinliche Reichweite. Ich nehme jetzt vorsichtshalber echt eine Blutfiole. Ich habe Angst vor dem. Ich bin hier nämlich schon mal gestorben. Ihr solltet dabei gewesen sein, möglicherweise. Ja. Siehst du, da geht schon los. Ja, der hat auch eine Hammerreichweite, der Typ. Ja, da geht schon los, ne? Komm, beweg mal deinen Arsch. Wir flüchten. Ist das Sackgesicht jetzt? Wir selbst haben nicht so eine Reichweite. Und da hinten steht noch einer mit einer Schusswaffe, sehe ich gerade. Scheiße. Ich wollte den anvisieren mit der Schusswaffe. Kann ich aber nicht. Ich muss anders vorgehen. Okay, dann eben so. Hier haben wir noch was. So weit, so gut. Ich glaube, ich habe auf der anderen Seite noch einen gesehen. Er scheint uns aber nicht zu sehen. So, ja, ich glaube... Komm, den machen wir noch bis zum Abschluss dieser Folge. Holen wir uns den da drüben noch. Denn die Zeit ist um. So. Hallo, sammel das ein da. Ja. So, die Zeit für die Folge ist mal wieder um. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Bloodborne. Bis dahin, ciao, ciao.